Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Roblox-Video. Wir spielen heute Restaurant Tycoon 2 und falls ihr genauso hyped seid wie ich, dann smasht jetzt den Like-Button, schaut das Video bis zum Ende und schreibt mir dann in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich würde mich sehr freuen und damit fangen wir an. Restaurant Tycoon 2. Sehr komplex, komplizierter als damals zum Beispiel My Restaurant oder Arcade Empire, denn man muss hier alles selbst machen. Ich zeig's euch. Es kommen Leute rein, die muss man anklicken, dann muss man den Tisch anklicken, wo sie sich hinsetzen sollen. Das bestimmt man nämlich selbst. Dann kommen die hier mit der Bestellung, die schreibt man sich dann natürlich auf, was die sich hier bestellen. Beide bestellen sich ein Gyro oder Gyro oder wie auch immer, es sieht eher aus wie ein Burrito. Dann haben wir hier die zwei Bestellungen hängen, das nehmen wir dann natürlich mit, nehmen wir auch direkt beide mit. Müssen dann den Fleischwolf erstmal rausholen, jetzt geht's nämlich los, wir müssen die Rezepte selber vorbereiten, was ich eigentlich ganz cool finde. Dann geht's in die Frypan, das heißt, wir werden es hier frittieren. Und wenn das Ganze frittiert ist, nehmen wir das raus. Und wenn man das zu lange frittiert, fängt es an zu brennen. Dann holen wir uns einen Wrap. Wir müssen es selber wrappen mit der Maus, also einrollen, wickeln, wie auch immer. Und dann machen wir natürlich noch den zweiten fertig mit dem anderen Fleischwolf. Und machen das Ganze nochmal, weil das Rezept ändert sich natürlich nicht. In die Frying Pan. Und wir können es jetzt noch nicht ausliefern, weil dann fängt die Pfanne, also ein Fettbrand, ne? Wirklich, ohne Flachs, ein Fettbrand ist das Schlimmste, was man haben kann. Und könnt ihr gerne mal eure Eltern fragen, Fettbrand ist vielleicht sogar was Gutes zu lernen, was man da tun soll. Und wir nehmen dann jetzt hier die Tacos, hier sieht es eher aus wie ein Taco, auf dem Bild eher wie ein Burrito, ich weiß es nicht. Und geben das dann den Leuten und die essen das dann und lassen dann Geld da. So ist der Ablauf in diesem Spiel sehr, sehr kompliziert, wenn man keine Mitarbeiter hat. Das geht aber. Also man kann hier auch Mitarbeiter einstellen für $200 und das machen wir jetzt, weil das ist mir nämlich sonst zu mühselig. Und wir brauchen natürlich auch noch einen Kellner, den nehmen wir uns auch noch mit. Das heißt, das Erste, was wir hier machen, ist tatsächlich Personal anstellen, damit wir das nicht machen müssen. Und dann kriegen wir hier auch noch so eine Trantüte, der nichts macht. Gut, machen wir das Ganze, er wartet schon, ach nee, es wurde schon angenommen. Er kocht das Ganze, das heißt, hier gibt es gleich das Essen und dann können wir das ausliefern. Wir können aber auch bestimmt helfen, ich bin mir doch ziemlich sicher. Das heißt, wir machen jetzt auch ein Rezept. Der gute Koch macht hoffentlich gleich auch ein Rezept. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum er das gerade nicht macht. Das Ganze wird dann hier frittiert. Dann nehmen wir noch das zweite Rezept, weil irgendwie macht er gerade nichts. So, Finish. Und dann vielleicht wrappt er das. Ne, er macht's nicht. Was ist mit ihm? Er ist richtig faul, er macht einfach gar nichts. Oh Gott, wir haben einfach den schlechtesten Koch auf Erden erwischt. Das Einzige, was er macht, ist dabei stehen, während ich das mache. Was ist mit dir? So, das machen wir auch nochmal. Das muss auch frittiert werden. Und dann können wir gleich den zweiten... Also, wie gesagt, das sieht eher aus wie ein Burrito eigentlich. Hier auf dem Bild und auf dem Teller sieht es aus wie ein Taco. Oh, Vorsicht, hier nicht anbrennen lassen. Und nochmal einrollen. Vielleicht mussten wir ihm das jetzt auch erst einmal zeigen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er hat es jetzt gelernt. Und der Kellner teilt das Ganze dann aus oder bringt das Essen raus. Wir können das Geld einkassieren und können dann hier auch schon die ersten Sachen selber bauen gleich. Wobei, wir haben erst $114, ist jetzt nicht so viel. Ich bin mir nicht sicher. Also das Ganze ist, wie gesagt, ein bisschen komplizierter. Wir fangen jetzt hier einmal an mit einem zweiten Tisch. Vielleicht kommt dann auch später ein, ich hätte gerne einen Tisch für 2, für 3, für 4. Das fände ich ganz cool eigentlich. Müssten wir mal für unser Spiel... Kurze Werbung für unser eigenes Spiel. Wir arbeiten nämlich gerade an einem My Restaurant Spiel. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Da kommen nämlich bald die ersten News. Und ich gehe immer noch davon aus, dass wir das dieses Jahr fertig kriegen. Und dafür werde ich mir mal hier ein paar Ideen, glaube ich, mal mitnehmen. Also ich finde ja die Modelle hier auch ganz schön. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen weiteren Tisch. Das heißt, wir können hier ein bisschen mehr Geld generieren, indem wir die Leute hier hinsetzen. Hoffe ich. Aber unser Koch macht nichts. Was ist mit dir, Koch? Er hat gar keinen Bock, ne? Er will gar nicht. Ein neuer Koch kostet $500. Ja gut. Machst du auch was? Oder musst du erst Level 1 werden? Ich weiß es nicht. Fakt ist, ich mache es ja jetzt dann doch selbst. Dann kann ich dich auch wieder kündigen. Also, du bist schon unbrauchbar, mein Freund. So, wir nehmen die Rezepte hier wieder weg, die Bestellungen. Kurz warten. Finish. Wrap. Okay, auf geht's. Und dann müsst ihr es selber wieder einrollen. Eigentlich eine mega coole Idee, aber warum der Koch jetzt hier nichts macht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, falls ihr wisst, warum er hier gerade nichts macht. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich hätte das Spiel mal gespielt, aber ich hatte keinen Spielstand. Also vielleicht, entweder es ist neu oder ich habe es wirklich nicht gespielt. Aber ist egal, es macht tatsächlich Spaß. Auch dieses Kochen ist ziemlich cool. Allerdings ist es ganz schön mühsam. Deswegen habe ich mir gehofft, oder habe ich mir erhofft, dass unser Koch das hier macht. Und jetzt machen wir hier gerade ein Burrito nach dem anderen. Hallo, kannst du jetzt mal arbeiten? Dafür habe ich dich eingestellt. So, wir haben hier Quests.
Tägliche Quests, 100 Kunden, das gibt Geld, 7 Möbel. Okay, cool. Es gibt also auch ein Quest-System. Und es gibt einen Status, geöffnet, Restaurantnamen müssten wir noch ändern. Das heißt Zockmonster. Das ist nämlich dann wieder ausgesternt. Oh, Moment, Pfanne. Oh, fast verbrannt. Hat jetzt ein paar Röstaromen. Das passt schon. So, dann machen wir hier noch einen. Pam, pam. Okay, was macht er jetzt? Machst du jetzt Arbeit? Machst du's? Machst du's? Du bist doch jetzt Level 1. Oh, Moment. Ich glaube, jetzt macht es, oder? Okay, wir warten kurz ab. Er macht's. Er macht's tatsächlich. Okay. Wir wissen Bescheid. Er brauchte einfach für das Gericht Level 1. Hat er ja jetzt. Aber das ist auch cool, ne? Das heißt, er hat uns zugeschaut und hat von uns gelernt, wie man das Rezept macht. Nice. Tatsächlich eine gute Idee. Finde ich nice. Aber wir sind immer noch die Meisterköche und viel besser als der Typ. Ich hoffe, das letzte kannst du selber machen. Macht er? Nee, das habe ich selber noch. Okay, wir werden hier gar nichts mehr machen. Wofür habe ich die Leute denn hier angestellt, hä? So funktioniert das nicht. Das müssen die selber machen. Ich habe die Leute hier angestellt, damit die arbeiten und nicht hier faulenzen. So, das nehmen wir noch mit. Dann wird das hier noch eingerappt. Easy, schnell eingerollt, den ganzen Kladderabatsch hier. Und dann können wir das hier auch austeilen. So, Geld liegt hier auch. Trinkgeld gibt's nicht, ist meins. Und 40 Dollar haben wir wieder. Easy. So, drei Tische haben wir schon. Und wir müssen dafür sorgen, dass unser kleines Restaurant hier auf jeden Fall gut anläuft. Und jetzt müssen wir mal gucken. Speisekarte ist hier. Die haben wir hier. Kindermenü, dein Menü. Und wir haben ein Pita-Brot als Vorspeise. Und als Hauptspeise haben wir ein Gyro. Aber, wobei die Leute sind hier eigentlich ganz zufrieden. Zwei Sterne fast, dafür, dass wir gerade erst geöffnet haben. Finde ich das nicht schlecht. Der Typ macht hier seine Sache gut. Der andere macht seine Sache auch gut. Ich weiß nicht, ich muss das Geld scheinbar nur einsammeln. 18 Dollar für mich. Nehmen wir mit. Und ich hoffe, also ich weiß halt nicht, finden wir hier noch einen anderen? Ist hier noch ein anderer auf dem Server? Ja, hier sind noch andere auf dem Server. Ich würde mir ja gerne mal das Ganze angucken, weil ich habe vorhin hier in den Optionen einen Teleporter gefunden. Vielleicht können wir hier ein anderes Restaurant noch finden, um uns mal anzugucken, wie es denn wird. Also das hier ist schon deutlich größer. Lilifees Restaurant. Und die hat auch noch nicht so viele Plätze. Aber hier, die hat auch Plätze für 5 und so weiter. Aber die hat mehrere Köche. Die hat eine Toilette hier eingebaut. Sehr cool. Also ist schon deutlich cooler. Man kann hier schon viel, viel machen. Also man hat echt viele Freiheiten hier scheinbar in dem Spiel. Aber wir gucken uns auf jeden Fall noch einen an. Ile Bile Bims. Und du bist es. Der Milch. Gucken wir mal bei Milch rein. Wo ist er denn? Hier ist ein umgefallener Roller. Oha! 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 Moment, da müssen wir mal kurz reingucken. Das ist schon auf 3-Sterne-Niveau. Hier drin geht's richtig ab. Oh, Tag 2 ist abgeschlossen. Wir haben Rang gut abgeschlossen, kriegen damit ein neues Gericht. Oh, cool. Und wir sind ein Fritterkoch. Das wird wahrscheinlich ein Frittenkoch heißen. Und damit schalten wir das neue frei. Eins von den beiden. Was nehmen wir denn? Kindermenü, Pita-Brot oder den Souvlaki-Spieß, auch aus Griechenland. Wir nehmen den Souvlaki-Spieß, warum auch nicht. Ab geht die Post. So, wir gucken uns das Ganze mal immer an. Wir haben hier ein paar Tische. Oha, die können auch schon viel mehr Mahlzeiten tragen. Brezel haben sie hier, deutsche Küche, easy. Haben wir hier drin. Oh, wir haben noch ein Außengestell oder Außengebiet hier. Biergarten. Muffins für Nachtische und so weiter. Ja, hier geht's halt schon richtig steil, ne? Der hat eine separate Küche hier. So, können wir hier durch? Ja, perfekt. Na, dann will ich noch einmal nach oben gehen. Cool. Moment. Höp. Gehen wir noch einmal nach oben. Also das Restaurant ist schon ziemlich cool. Das ist mega sick. Ich will gar nicht wissen, wie lange er da schon dran gearbeitet hat. Und eins gucken wir uns noch an. Gucken wir uns noch Ikea an. Oder warte. Können wir oben sehen? Liz hat das meiste Geld. Wir gucken uns Liz Restaurant an. Liz Restaurant. Oh, Musik. Wo kommt die Musik her? Oh nein, keine Musik. Oh, gerettet. Wo kam denn die Musik her? So, wir gucken mal. Ein Tisch für zwei, bitte. Ja, aber natürlich. Setzen Sie sich hier hin. Ich kann nicht helfen. Aber ich kann mich selber hinsetzen. Hey. So, hier draußen auf jeden Fall. Moin, moin. Schönes Gebiet draußen. Sieht sehr luxuriös aus. Dann hier im Gang ein paar. Hier auch in der Haupthalle. Hier ist dann die Küche. Okay, krass, wie sehr man die gestalten kann, ne? Das ist schon cool. Peking-Ente. Also asiatisch hier auch. Die Toiletten am Start. Sehr, sehr, sehr cool. Also, man kann hier schon eine Menge machen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr... Oha, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ob ihr mehr von Restaurant Tycoon 2 sehen wollt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was man hier alles machen kann. Und das sieht hier schon sehr, sehr vielversprechend aus. Also, hier gibt es schon einiges. Wir gehen mal lieber wieder zu uns zurück, ob da noch alles gut läuft. Ich habe nämlich keine Ahnung.
Und schauen mal, ob unsere Mitarbeiter denn hier Unsinn machen oder ob das gut läuft. Ne, es läuft gut. Tatsächlich läuft es gut. 86 und dann haben wir schon wieder gleich genug Geld zusammen. So, cool. Wir können also, glaube ich, einen neuen Tisch machen. Moment, Stühle. $30. 30. 60. Was kostet denn... Jetzt ist die Frage, was kostet ein Tisch, ne? Das könnte uns jetzt, könnte teuer sein. Wir gucken mal. Tabellen sind dann wohl die Tische. $50. Das heißt, einer muss hier... Habe ich jetzt aus Versehen geschlossen? Ah, ne, da ist es. Ah, die verschwinden, wenn man das Menü öffnet. Okay. Einer muss noch bezahlen, dann können wir gleich noch einen Tisch kaufen. Das wird gut. Peterbrot wurde bestellt, das erste Mal. Oh, wir werden zum Griechenrestaurant hier. Griechisch essen ist auch mega lecker. Tatsächlich. So, das haben wir. Das heißt, wir können jetzt hier einen Tisch hinbauen. Bam! Ach so, wenn man hier baut, dass dann die ganzen Leute verschwinden. Das macht schon Sinn. Jetzt habe ich das erstmal gemerkt. Zum Bauen ist das super. Oha, wer ist er denn? Haha, er hat voll die coole Mütze auf. Ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich persönlich finde es sehr, sehr cool. Es hat sehr, sehr viel Potenzial. Mir ist es vielleicht schon sogar ein bisschen zu kompliziert. Also My Restaurant finde ich cooler. Aber ich möchte darauf auch nochmal hinweisen. Wir bauen momentan unser eigenes Spiel, was ähnlich wie My Restaurant von Big Games ist. Und wir gehen auch den, ich sag mal, einfacheren Weg. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das hier besser findet oder ob ihr den einfacheren Weg von My Restaurant damals cooler findet. Würde mich mega interessieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Spiel Spaß gemacht. Falls du es noch nicht getan hast, hinterlasse mir gerne ein kostenloses Abo und smash den Like-Button. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Zockmonster. Ciao.